Ja, aber wir haben gerade festgestellt, es ist nach 13 Uhr, Mittagszeit. Weil Micha jammert schon rum, ich hab Hunger. Ja. Ja, aber Ich will einen Snack. wir wären ja nicht wir, wenn Wir werden. wir wären. Wo ist denn unser Essen? Liegt bei Aldi auf dem Tisch. Egal. Nee. Weil Micha hat gedacht, oh, wenn, werde ich schon mal belohnt. Mit einem spanischen Epa. Freut mich schon. Genau. Mehr oder weniger. Weil das lassen wir uns jetzt schmecken. Wollt ihr dabei sein? Ja. Ein bisschen können wir euch ja nebenbei mit dem Epa erzählen, ne? Micha ist ja bestimmt so lieb und erklärt euch das. Ich werde jetzt mal eine Raucherpause machen. Rauchen ist eine gute Idee, eigentlich, ja? Nein, du dampfst die ganze Zeit mir die Karre voll. Meine Karre voll? Die Karre voll, Heike gesagt. Ich kann so nicht arbeiten, Michael. Aber die ist schon ärgerlich, ne? Erzähl Das du ist mal. Das ein Regal. Ja, das mit dem, dass du versehentlich dich irgendwie vermessen hast, aber. Das machst was Richtiges nur. Nur halt. Nicht mitgedacht, ne? Irgendwie nachhinein, ja. Soll ich extra Video damit machen? Nee. Ich hab Hunger, Micha. Das ist mir egal, was du Kopf, ja. Dann kann man mein Paket mir vorstellen, dass ich was zum Essen haben muss. Das ist aber schön, dass ziemlich viel Fisch mit bei ist. Ja, wie gesagt, wir probieren mal. Spanisches Ehepaar. Menü mit B1. B1. Mal gucken, was drin ist. Ich hoffe, wir können es lesen. Das ist vielleicht Englisch. Okay, Englisch ist uns unsere Stärken. Bin gespannt, wie ihr euch. Hab das so. Ey, guck mal. Auf Anni. Hast du Hab ich heimlich dann gegessen festgeschrieben. oder was? Irgendwie. Klein, aber fein. Ich habe festgestellt, es ist ziemlich schwer. Das war auch süß, wa? Diese Schmuckkästchen. Was war denn hier? Hier haben wir eine Sopra de Super Lata da Salgiras. Wie auch immer. Kein Deutsch, war klar. Ach, ich habe keine Ahnung, was ist das? Wir gucken mal. Das Wort. Ich hab schon wieder Befürchtung jetzt hier. Läuft ganz gut. So, gucken wir mal. Was sind Tüten wieder drin? Creme Dental. Ach, Zahnpasta. Was jetzt? Creme Dental. Zahnpasta hier. Wir haben Zahnpasta dabei? Für was hat jetzt den Gaskocher angemacht? Ja, Mafia. Zahnpasta. Schmeckt wie Zahnpasta, ja? Zahnpasta, deswegen total. Oh, krass. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Ja. Okay, guck mal was anderes. Ich wollte nach dem Essen kann man schön. Die Zähne putzen. Ja, das heißt, ja, mit zuckerfreien Kaugummis. Super da. Ich kann mir lesen. Das können die Wassertabletten sein hier. Zur Wasseraufbereitung. Das Guck man nicht mal, unbedingt. ich komme mal mit der Kamera. Dann, ja, die braucht man nicht. Die kannst du ja immer benutzen und das war's dann. Das wird nur äußerst ein Notfall. Ja, schmeiß weg, weil es nur äußerst ein Notfall. Wenn man sie benutzt hat, wird er mal lieber zum Arzt gehen. So, wir kicken mal, was das ist hier. Super, könnt ihr. Suppe, super. Kicken mal. Pulver. Ja. Brauchen wir Wasser, ne? Da aber mal. Hier machen wir mal heißes Wasser. Süppchen. Du hast ja alles dabei, ne? Micha hast du gesagt. Ja, alles irgendwo verteilt. Ich schätze mal hier rein nach mir. Genau, alles in unser provisorischen Tisch. Gut vorbereitet? Gar nicht, eigentlich. Für euch haben wir bereiten wir uns nie vor. Wir sind, wie wir sind. Das sind das, was viele nicht verstehen. Ne?
Man ist wie Bundesjahr. Ja. So, hier ist Desinfektionsmittel. Das war Creme diesmal. Kein Tuch, Creme. Dann haben wir ja. Wieder die Zahnpasta. Vitamin C, ja. Also das Getränkepulver. Und oben kaltes Wasser. Da haben wir ja dann auch gleich. Warte, da ist wohl heiß, hier ist kalt. Oh Gott. Ja, mal. Vitamin C, dasselbe. Pulver, ja. Dann haben wir. Vitamin C, das ist dasselbe. Das waren drei Tüten. Riech ist schön. Klein und handlich. Nicht wie bei den Deutschen immer, wo man halben Liter und Liter reinkippst, sondern. Apropos Liter. Wir machen mal Freitag Schnauze nachher. Sag mal her. Verstehst du noch irgendwas? Ach ja, das sind die Esprit-Kocher. Oder nicht Kocher, diese Tabletten. Aber wir sind ein bisschen vorgerückt. Ich habe meinen kleinen Gaskocher da mal kurz aufgestellt. Ich will mal Wasser machen, das ist mal so ein Wassertopf, oder? Ja, sehr gut, schreib mich immer an. Wenn du schon mal liest, mal kicken, ob du da mal guckst, wie viel da reinpasst. Streichhölzer, diesmal Gold wert. Sieht ja nicht raus. Das ist hochgeil, oder? Eine gute Tüte. Aus den Tabletten nimmt man ja. Kaugummis. Und oben raus, vier Kaugummis. Wollt ihr alle machen, oder? Ne? Die anderen wird lieber? Ja, warte, machen wir was Kaltes auch. Nee, ach so, ja. So, eine Tüte hier. Hier haben wir nochmal wieder Vitamin C. Das reicht nicht. Ach, hier mal dann wieder. Das Kessel ist so klein, das ist ganz schön viel drin, ja. Das ist der Kocher, den man dann wieder zusammenstellt. Und Servetten. Die Guss schon mal so machen. Oder für andere Dinge. Was bin ich auch spannend. Konserven. Oh. Geht Feuer mal reinkommen, so, ne? Pater alla Pimenta. Ich freue mich, ich freue mich. Hier. Vitales del Melocoton. Was ist hier? Pater alla Pimenta. Mihilons. Ach du Heilige. Was ist hier? Das Zakigas Bosse Tomate. Ich wollte sagen, wir wollen uns mal aufgucken hier. Hast du kein, keine Ahnung, was ist. Ich hab Angst, wisst ihr? Deins. Ich hab echt Angst. Warum? Gib her. Komm. Wenn ich grüne Dosen, ich weiß mal nicht. Zakias. Oh. Also. Micha fängt direkt mit der Vorspeise an. mit der Nachspeise an. Also, Pfirsiche. Ja. Kannst du mal kurz ordentlich in die Kamera halten, Micha? Pfirsiche, ja, sieht man jetzt. Jetzt sieht man es. Also ihr seht, wir machen hier ganz sporadisch hier alles. Das heißt Pfirsich, alles klar. So, wir haben unsere Tassen, ich mache jetzt mal lieber so, Tassen, weil ich kenne Micha, gib mal bitte her. Achso, ja, wenn ihr ein Spät kurz gut trinken, ne? So, ich trink mal meine Gabel, und das ist auch viel größer, oder? Magst du mal probieren? Mit meiner super tollen schwarzen Tasse. Ja, das ist doch Pfirsich. Ja. Der Säcke bei der Größe hier. Ach, drei Stück drin. Und wir sind aber nur zu zweit. Moment. Also,
Also das ist so klein, aber handlich, ne? Ja. Da passt auch eine große Fresserin, Klapperin. Also schon mal positiv überrascht. Ich weiß nicht, was man mal machen kann. Tomate, ich weiß nicht. Irgendwas wird vielleicht. Ich sag mal vielleicht. Irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Jawohl! Muscheln! Ich bin raus! Ist das Muscheln? Sardinen? Muscheln? Muscheln. Oder? Ich weiß nicht, ob die Kamera das immer so schön aufhängt. Deswegen gucke ich jetzt mal. Ah, da. Oh. Redest du nachher noch mit mir? Kommt die Eis noch im Fleisch, oder? Nee, ist kalt. Kalt. Brot fehlt mir jetzt hier nur noch zu. Wir sind noch nicht fertig, vielleicht ist ja irgendwo was drin. Ne? Ich reiß mal hier auf hier. Reiß auf Micha. Also Micha, wenn... Oh. Tomatensauce? Mach mir. Ja, ich muss mal kurz, ich komme gleich wieder, ich muss mal ein bisschen das Öl wegmachen. Das sieht aus wie Wiener Würstchen. Mini Würstchenkette. Das ist halt schon eine Werbung, wa? Nee. Ja. Wiener. N. Tomatensauce. Ich hoffe, dass wirklich wieder, dass nicht so was anderes Verstecktes ist. Wieder. Vorteil, das ist schon bei Epa. Man kann die kalt oder heiß essen. Heiß ist natürlich besser, schmeckt lecker, aber hier, warte. Der Wiener schmeckt gut. Also Wiener mit Tomatensauce. Klassisch, praktisch. Ich habe schon mal kurz die Öl weggemacht. Mhm. Also das darfst du gerne aufessen, dich satt essen davon. Ja, aber trotzdem würde ich gerne mal. Oder wollen wir das am Top mal reinschmeißen, dass du das vielleicht ein bisschen warm kriegst? Ja, kommen wir so oben drauf, ja. Gute Idee. Also es wird doch kalt gut, also. Okay, genau, gutes Augenmaß, wa? So. Schmeckt gut. Pastete? Was für Pastete? Riecht wie? Schwein. Ja, und, aber das ist natürlich das Schmieren. Ich weiß auch nicht, weil ich die Leber aus hinschmiere, ja? Irgendwas fällt mir da noch. Aber... Der Spanner frisst dann schon lieber was so, oder? Aber schmeckt gut. Fleischig auch, also. Also wir können ja auch hier drüben zum Bäcker gehen und Brötchen holen. Ja, ein Brötchen, weil irgendwie passierte. Also... Ich esse ja gerne Leberwurst oder Pasteten, sowas in der Art, aber ich brauche da irgendwas. Keks? Salz ja, auch Keks, für die Muscheln da, also Muschelinnereien. Oh, fehlt mir jetzt wirklich so ein Ciabatta-Brot oder so. Ich mache jetzt wirklich keine Werbung hier. Aber das wollen wir vorne aufheben, wenn wir nachher nochmal Belag holen. Aha. Ja. Wunschbelag. Untergrund, Belag. Ja, das Einzige, was. Das Einzige, was du jetzt so essen könntest, ohne großartig, ich kann die jetzt auch so essen. Das macht dir ja persönlich nichts aus, ne? Ja, man kann alles kalt essen hier. Da hast du die Suppe jetzt hier. Ja. Aber sonst, wie gesagt, immer passiert auch. Also hier fehlt mir jetzt wirklich das Brot dazu. Aber so lecker. Aber wie gesagt, die Suppe wird mal scharf. Genau. Ja, Leute, aber das war nur mal ein kleiner, feiner Einblick. Weil wir werden jetzt in Ruhe uns hier da drin zwirbeln, ihr müsst dabei nicht sein. Wenn wir jetzt unsere kleine Pause machen, dann gleich wieder weitermachen. Ja, Micha, hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, mir gefällt's. Ja. Wir können mal zuschauen, nachher nochmal, wie es Getränk schmeckt, ja, aber okay. Genau. Gut, dann sagen wir mal bis später. Ciao, ciao.
Dann ciao, ciao. Nee, bis gleich. Bis gleich. Ja. Action. So, wir haben mal die Tüten Supermarkt reingemacht. Jetzt werden wir nur eine kleine Tasse. Weil die ist sowas von. Also wässrig, ne? Wässrig, dünnflüssig. Brauchst du noch? Nö. Und wässrig. Ja. Du musst anscheinend nur eine kleine Portion Masse reinmachen, dass einigermaßen gut schmeckt. Irgendwie. Genauso ist auch hier, wir haben dieses Vitamin C Getränk. Auch nur in einer kleinen Tasse, ne? Also. So, meine schöne Kaffeetasse, aber. Geschmacksneutral fast. Also einen kleinen Schluck Zitrone wird in die Richtung geschmeckt, man, aber das ist so. Zu viel Wasser. Ich war kurz noch zu viel Tüten rein zu ballern hier. Zu merken, kleinen Schluck Wasser. Kleinen Schluck Wasser. Auch bei Suppe und bei diesem Vitamin C. Ja. Geschmack geschnitzt einigermaßen. Ob die Wiener waren. Also die Wiener waren eigentlich so relativ. Aber auch wieder ölig, ganz schön, ja. Ja, das ist egal, ist bei den Franzosen eigentlich normal. Darf ich mal ganz kurz? Bei der Spanien. Ja, der spanischen, Entschuldigung. Ja, das sind ja so Olivenöl-Fans, wa? Die schmeckt aber nicht verkehrt, ne, die Suppe. Also. Die ist gut. Die ist gut gesagt. Also geschmacklich ist sie. Ich würde sagen Porno, ja, aber. Wirklich gut. Porno! Das können sie. Ja. Also. Ja, wenn man weiß, wie man es zubereiten muss. So für auf die Schnelle, ich sag mal so für uns jetzt mal kurz für den kleinen Hunger, ist das okay gewesen, aber nein. Sag, mir fällt ja persönlich ja Keks oder Brot, um die Leberpastete zu essen. Ja. Da war das schon fast eigentlich ganz abgerundet alles, ja. Aber man kann nicht alles haben. Nee. So. Ja, liebe Zuschauer, Micha wird gerade alles noch ein bisschen vernichten. Ich werde die Akkus gleich nochmal alle aufladen. Dann wird das Gebastel weitergehen hier. Ja. Der Vorteil ist, wir haben hier Beleuchtung. Lidl, Aldi, Rewe, Penny haben wir auch in der Nähe. Also hungern tun wir heute schon mal nicht. Ja. Draußen ist es so nass hier alles. Ich wollte mir hier schnell das Wasser austrinken und dann geht die Bastelei weiter. Genau. Bis gleich.